So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Arma 3. In dem heutigen Tutorial soll es darum gehen, wie ihr mit einem Spotter, einem Mörser die Zielkoordinaten für angreifende Feinde geben könnt. Dafür haben wir hier, ich gehe mal in die andere Kartenperspektive, haben wir hier einen Spotter sitzen. Wir haben hier einen kleinen Vorposten. Wir haben hier den Mörser sitzen. Und unsere angreifenden Truppen. Den Mörser habe ich schon mal vorbenannt mit Mortar 1. Der Spotter, den habe ich SP1 genannt. Ja, und wir, unsere angreifenden Truppen, das wäre ja. Ich setze uns aber schon mal auf. Okay. So, damit sind wir alle unsterblich. Das brauchen wir später. Okay, das Ganze ist mit einem relativ einfachen Skript. So, also was soll passieren? Das Ganze ist mit einem relativ einfachen Skript zu lösen. Was soll passieren? Wir greifen hier an. Der Spotter sieht uns aus dieser Richtung kommend und gibt den Mörser, der hier hinten steht, unsere Koordinaten durch und der Mörser wird uns beschießen. So, dazu wechseln wir in Skript. So, und da fangen wir auch schon an. Ich habe es schon mal vorgenannt. Solo Spotter SQF. So, damit wir wissen, dass das angezogen hat. Nur so als, als kleine Überprüfung. Skript hat angezogen. So, wie stelle ich mir das Ganze vor? Ich möchte, dass der Spotter alle Gegner meldet. Oder dass der Spotter sich einen Pool aus Gegnern bildet, die nicht näher als 100 Meter ran sind, also die erkennt, die nicht näher als 100 Meter ran sind und die er in einer Zeit von bis zu 30 Sekunden gesehen hat. Also alles andere, was über 30 Sekunden ist, wird nicht mehr berechnet. Ganz einfach, ich habe es durch, ich habe es probiert, ich habe mir die Werte auslesen lassen. Ab 30 Sekunden weiß er eigentlich so gut wie gar nichts mehr über den Spieler oder über seinen Gegner. So, dafür Params. Wir übergeben den Spotter. Support. Und die sogenannte Overtime. Das ist die Zeit, die die maximale Grenze setzen wird, wo er uns sieht. Okay. Dann hängt eine Kommentierung. Hängt Event Handler. Event Ender an. So, unser Mörser bekommt einen Event Ender. Warum? Er wird schießen und im späteren Verlauf des Skriptes werde ich warten, bis das Geschoss detoniert ist und dafür brauche ich einen Event Ender. Und wir nehmen den Support. Eventhändler fired. Dieser soll übergibt. Ah, ich werde es für euch zur Veranschaulichung mit reinschreiben. Params. Er übergibt die Einheit, die geschossen hat. Welche Waffe? Das weiß ich jetzt selber gerade nicht so genau, was das ist. Da welcher Modus geschossen wurde. Welche Munition. Die Art des Magazins. Das Projektil. Und wer geschossen hat. Ja, das ist mal für euch interessant. Also ein Fired Event Hunter übergibt diese 6 Werte. So, dann möchte ich, dass und zwar eine Nachricht auftaucht. Wenn er schießt, bekommen wir eine Nachricht. Achtung, Mörserbeschuss. Das werden wir natürlich dann wieder rausnehmen.
guter Letzt eine Variable erstellen. MortalBullet ist gleich Projektil. Ich hätte auch schreiben können Disselect 6. Ja, warum 6? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das sechste. Die sechste Position, eigentlich die siebte, aber in dem Array. So, okay. Das hätten wir. Okay, er wird hier geschlossen. Huch. Er wird hier geschlossen. Und er wird hier geschlossen. Und damit ist der Event Hunter abgeschlossen. So, okay. Ja, was soll jetzt passieren? Wir gehen in eine While-Schleife rein. Eine immer wiederholende, sich wiederholende Schleife. Und die Bedingungen für die While-Schleife werden sein: Alive Support and Alive Spotter. Wenn der Supporter, also der Mörser, lebt und wenn der Spotter lebt, dann. End the while. Eine kleine Kommentierung macht das Leben leichter. Schleife. So, okay. Als allererstes soll das Skript so lange anhalten. Wait until sleep 3 player command shut keine erkannten Ziele. Ja, das nehmen wir dann natürlich wieder raus. Das ist nur für euch zur besseren Veranschaulichung. Und jetzt kommt die eigentliche Bedingung. Zähle. Und zwar Spotter. Spotter. So, jetzt kommt der eigentliche Befehl. Targets. Query. Objekt 0 West keine Bestimmung die 0 größer 0 da ist was falsch, hier muss die Klammer hin größer. So, das ist okay. Was ist das für ein Befehl? Den will ich euch gleich zeigen. Und zwar so. Return sorted array of known troops. Also er bringt einen geordneten Array of den bekannten auf die bekannten Einheiten draus. Jorit bringt alle Targets zum Vorschein, die der Spieler kennt, ja. Also der Player, in dem Fall wäre es aber SP1, Objekt 0, wir haben hier West eingegeben, wir wollen alle westlichen Seiten haben und wir wollen da oben steht's. Target to ignore haben wir nicht. Objekt 0 returns every target. Welche Seite, den Typen, wir haben ein Freizeichen, wir haben also Semikolons gesetzt, damit wir alle Typen erfassen. Die Position haben wir einen solchen genommen, weil wir jede Position haben wollen. Und 0, wir haben hier 0 gesetzt für jedes Ziel, was wir haben, was wir brauchen. So. Weiter geht's. So, dann machen wir hier Player Command Chat Warteschleife beendet. Das ist nur eine, das nehmen wir hinterher wieder raus. Okay, so. Lies die
Ziele aus. Also, was macht er als erstes? Und zwar nehmen wir genau den gleichen Befehl wie hier oben. Und sagen, Targets, also die Mehrzahl, ist gleich alle bekannten Ziele, die du hast. Jetzt löscht alle Ziele, die näher als 100 Meter sind und älter als 30 Sekunden. Dafür brauchen wir eine if-Schleife und eine for-each-Schleife. So, for-each. Das schreiben wir gleich rein. Also die Bedingung. Targets ist wie gesagt ein Array mit vielen, vielen Zielen, Zielen drin. If x select 5 größer der Overtime oder x select 4 Distance Spotter kleiner 100. Dann der Array Targets ist gleich Targets minus X, also es wird aus diesen Array rausgelöscht. For each Targets. Also die Zeile bewirkt. Als aller müssen wir erst kurz in den Befehl reingehen. Returned, also wiedergegebene Werte. Hier ist einmal die 5. Ich habe einmal mit 5 und einmal mit, nee, mit 4 und 5 gearbeitet. Erstes Argument ist 0. Ja. Zweites ist die 1. Drittes ist die 2. Viertes ist die 3. Fünftes ist die 4. Und sechstes ist die 5. Also wir brauchen die Position und die Zeit, in denen es nicht gesehen worden ist. Deswegen 4 und 5. Deswegen, wenn das Ziel über die über diese Overtime, wir setzen es auf 30 Sekunden, oder er ist näher als 100 Meter, dann sollen die rausgelöscht werden. Da, er geht jedes einzelne Element durch und prüft es. So, okay. Wenn, was soll jetzt passieren? Ziele auslesen. Auslesen. Wenn vorhanden. Ja, jetzt nehmen wir an, er hat Ziele drin. Ja. Dann soll ja was passieren. So, wenn der Array Targets is equal to wenn der Targets Array nicht leer ist, dann mache folgendes. Hier schreiben wir wieder kurz was dahinter, ist die Prüfschleife. Ende der Prüfschleife. Und zwar soll hier passieren, Private Target. Und zwar das Target. Also das eine Select Random Targets. Such dir einfach etwas aus. Such dir einfach etwas, eins von diesen Zielen aus, was du hast. Private Impact POS ist gleich Targets Select 4, das ist wieder hier oben, Select 4. Es ist die Position des Ziels. So, was passiert jetzt? Ari nimmt Ziel auf
gefeuert. So, dafür einen einfachen Support. Nicht Spotter. Support Command Artillery Fire. Wo soll er hinschießen? Auf die Impact Pots. Er soll das Current Magazine benutzen. Und er soll einen Schuss abfeuern. Das ist wieder nur eine Abprüfung, welches das aktuelle Ziel ist. So, jetzt hatte er, erinnert ihr euch hier oben an dieses DOF Bullet, genau jetzt brauchen wir das. So, er schießt. Jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das an der Stelle brauche. Ich habe es mit eingebaut. Sleep 2. Ist mir. Falsche im Dings ab, damit wir keine Rechtschreibfehler machen, kopieren ist nie. Wenn diese warte bis diese Variable dir nicht mehr unbekannt ist. So, und da wait until sleep 2 not alive DOF Blood. Und zwar er wartet, er schießt, der Fire Event Händler triggert, die DOF Bullet wird, die Variable wird erstellt. Jetzt, sag schon. Wartet er, dann ist er bekannt. Okay, jetzt wartet er, bis dieses Geschoss, nicht mehr, oder, ja, bis das Objekt vernichtet worden ist. So, und jetzt wollen wir, nachdem er geschossen hat und das Geschoss explodiert ist, wollen wir prüfen, ob der Mörser auch noch Munition hat. So, dafür gibt es einen Befehl, der nennt sich Magazines Emo. Der wirft einen Array raus. Wiedergegebene Werte, Array of Array in Formatted Strings und Number, also Array im Array. Das hier ist der komplette Array. Select 0 wäre dann das. Ich werde mit Select 0, Select 1 arbeiten. Ich weiß, dass die Sprenggeschosse an erster Stelle aufgeführt werden, also Select 0 und die Anzahl der Magazine steht ja hier, also ist es Select 0, Select 1. Würdet ihr die dritte Klasse abfragen wollen, wäre es der erste Array. So, 0, 1, 2, also wäre es Select 2, Select 1, aber wir wollen mit der 0 arbeiten. So, okay, wieder zurück. So, if Magazines Ammo Support Select 0. Zeichen vergessen. Select 0, Select 1 gleich 1. Denn wieso habe ich hier 1 gesetzt? Ich will verhindern, dass er einen anderen Geschosstyp lädt. Deswegen sage ich, okay, wenn du nur noch ein Geschoss hast, dann lade nach. Nummer 18 geladen. Sleep 30. Wir wollen 30 Sekunden warten und dann Support Set Mega Emo 1 und munitioniert das Ding voll auf. So,
Jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt haben wir hier der Prüfschleife. So, okay, er prüft ja hier, wenn da dein Array nicht leer ist. So, jetzt hat er aber noch ein. Was ist, wenn der Array leer ist? Ja, wir haben ein Knows About, also wir prüfen ja ab, was er über die Leute weiß. Er weiß quasi, dass wir irgendwo da sind. Er hat uns schon mal gesehen, er weiß aber nicht wo. Ja, das sind. Dann schreiben wir hier rein, Player, Command Chat, das nehmen wir dann hinterher raus. Keine angreifbaren Ziele. So. Okay, so. Gehen wir es nochmal durch. Eine kurze Nachricht, dass das Skript angezogen hat. Spotter Support und Overtime. Wir hängen Event Handler an, Support an den Support, also an den Mörser, den nennen wir Fired. Fired geht immer, triggert immer, wenn er geschossen hat. Die Parameter, die der Event Handler übergibt, sind insgesamt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir wollen eine Nachricht erhalten, wenn der Mörser schießt, und wir erstellen eine Variable, und zwar als die DOF Mortal Bullet, als das ist das Projektil. Dann gehen wir in die Weilschleife. Die Weilschleife soll als Bedingung haben, überhaupt, dass sie anzieht. Der Support muss leben und der Spotter muss leben. Wir gehen hier rein in die Schleife und alle 6 Sekunden, weil es doch relativ CPU-lastig ist, das Ganze, sagen wir, okay, Player Command Chat, keine erkannten Ziele. Dann sagen wir, zähle die Ziele, die du kennst, aus. Und wenn diese Ziele größer als 0 sind, ist die Bedingung erfüllt. Wir gehen in die Warteschleife, beendet. Wir lesen alle Ziele aus, die er kennt. Dann. Wir lesen alle Ziele, die er, genau. Dann geht es weiter. Schmeiße alle Ziele raus, die älter als 30 Sekunden sind und näher als 100 Meter, denn er soll sich ja nicht selber sprengen, und lösche diese Ziele raus. Wenn du dann tatsächlich noch Ziele hast, in deinem verfügbaren Ziele hast, dann such dir ein Ziel aus, nimm die Position von ihm, gib dem Mörser die Aufgabe zu schießen auf die Position, das aktuelle Magazin, schieße einen Schuss, wir lassen uns das wieder hier ausgeben. Warte bis die DOF Mortar Bullet kopieren und einfügen, bis Mortar Bullet bekannt ist. Warte bis es zerstört worden ist und setze die Variable auf Nil, und dann warte mal im Magazin. Wenn du geschossen hast, dann prüfe bitte dein Magazin. Wenn dieses Magazin nur noch einen Schuss hat, dann warte 30 Sekunden und lade nach. Warum bei 1 habe ich gesagt, damit er kein neues Magazin lädt. Ja, und wenn du zwar Ziele kennst, aber keine angreifbaren Ziele hast, also er weiß, dass wir da sind, aber entweder hat uns 30 Sekunden lang nicht gesehen oder wir sind näher als 100 Meter, dann gib uns bitte keine angreifbaren Ziele aus. So. Das Ganze habe ich schon in die Init-Server-SQF. Ich kopiere euch das mal kurz. Ich kopiere das nochmal kurz hier mit rüber. Mann, komm her. Ja. Kopieren. Das wird nämlich übergeben. SP1 ist der Spotter, Motor 1 ist der Support und 30 ist die Overtime. Genauso wird's in der wird das Skript gestartet. Das sind die Werte, die ich hier übergebe. So, wir löschen das wieder raus, damit das hier kein Konflikt ist. Das Skript hat angezogen. Lasst euch nicht durch die 12 oben stören. Das ist, kommt von daher, dass das Skript noch läuft, wo wir hier zufällige Einheiten erstellen lassen. Wir stürmen nach vorne. So, ihr seht, er meldet immer keine erkannten Ziele. Keine erkannten Ziele. Wir haben jetzt mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns lenken. Officer, Soldier. Half a click bearing 300.
Okay, er hat mich. Ich habe geschossen. Und es kommt der Mörserbeschuss. Und es wird gleich fatschen. Mortar, one click, northwest. So. Und ihr seht, er hat den. Er hat den Schützen ausgeschaltet. Und das Skript wird beendet, weil die Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. So, gehen wir zur zweiten Runde. Wir beamen uns gleich mal näher an. So müssten sie alle hier sein, genau. Zack, so. Aufmerksamkeit erregen. Wie weit ist das Ziel weg? Enemy spotted. Officer, Rifleman. 200 meters front. Okay, er hat mich. Wir warten, bis der Beschuss durch ist. Wir sind alle unsterblich. 800 meters northwest. Aktuelles Ziel A1. Officer, 200 meters right up ahead. So, und dann gucken wir mal. So, alle zu mir. Return to formation. Okay, jetzt hat er mich nochmal angegriffen, weil er wusste, also er 30, ich war noch in seinem 30 Sekunden, in seinem 30 Sekunden Feld drin. Normalerweise könnte ich mich ja gar nicht so schnell wegteleportieren, ne? Deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte weglaufen müssen, aber um euch das zu versinnbildlichen. Er hat geschossen. Und jetzt sagt er keine angreifbaren Ziele. Also er weiß, dass wir irgendwo sind, aber er weiß nicht mehr, wo wir sind. Ich lasse uns wieder vorteleportieren. Er checkt wieder. Ah, noch sind wir alle leise. Er hat uns immer noch nicht gesehen. Wir machen wieder ein bisschen Lärm. So, schrumpfen wir das Skript aufs Notwendigste zusammen. Und die Kommentierung lassen wir mal drin. Das kann man hintereinander schreiben. Da ist alles gelöscht. Das kann man hintereinander schreiben. Diese Schleife kann man ebenfalls hintereinander schreiben. Und schon haben wir das Ganze auf 32 Zeilen zusammengekürzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.